Eines der Kernprinzipien des Domain-Driven Designs ist es, in Iterationen zu denken und zu implementieren und nicht zu versuchen, schon beim ersten Mal alles richtig zu machen. Was das genau heißt, das kommt jetzt. Wenn man danach sucht, wie erfolgreiches Design funktioniert, dann stößt man auf eine Aussage von Steve Jobs. Und Jobs und die Firma Apple sind ja gerade dadurch bekannt geworden, dass sie Design auf eine neue Stufe gehoben haben. Also, man kann sicherlich davon ausgehen, dass Steve Jobs hier eine gewisse Größe ist. Steve Jobs hat einen Designprozess entworfen in einem berühmt gewordenen Interview, der in drei Schritten, in drei großen Schritten verläuft. Schritt 1 ist der folgende: When you start looking at a problem and it seems really simple, you don't really understand the complexity of the problem. Bevor ich Ihnen den zweiten und den dritten Schritt nenne, möchte ich ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Begleiten Sie mich dafür mal auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 2004. Also Vinyl ist abgelöst worden von der CD. Und das ist auch die Art, wie man im Allgemeinen noch Musik kauft, wie das Musikbusiness funktioniert. Es gibt aber schon MP3s, es gibt aber noch nicht so eine richtige Infrastruktur, mit dem man Musik in quasi einfacher Weise kaufen kann und dann auf einem Device, was man immer mit sich führen kann, dann hören. Und das war ja genau der Punkt, wo Apple seinen iPod oder vielmehr die iPod-Familie eingeführt hat. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt in den Schuhen von Apple im Jahr 2001, 2002, 2003, 2004 und wir würden darüber nachdenken, wie könnte so ein iPod aussehen. Das heißt, wir haben die Herausforderung, wir möchten einen Music Player designen. Wir möchten mit diesem Music Player eine Navigation durch eine große Menge von baumförmig angeordneten Datenmengen möglich machen. Dann hat man einige hundert Alben, auf diesen einigen hundert Alben sind Songs und diese Songs sind dann andererseits auch vielleicht durch andere Strukturierungen wie Genres oder Tags oder Playlists gegliedert. Und wir haben von der Technik her, wir haben zwar die Möglichkeit, Handheld-Devices zu produzieren, wir haben aber noch keinen Touch. Das sind unsere Randbedingungen. Wie lösen wir das Problem jetzt? Greifen wir uns mal das Problem heraus, dass wir in unserer Musiksammlung zu einem bestimmten Song hin navigieren wollen. Wie machen wir das mit so einem Handheld-Device? In dieser ersten Phase, Complexity not really understood, kommt man auf eine Lösung, die wahrscheinlich schon relativ schön simpel ist, die aber einfach das Problem noch nicht so richtig hundertprozentig erfasst. Und das könnte in unserem Fall zum Beispiel sowas sein, ne? Ich habe einen Player. Der hat so ein Steuerkreuz mit Pfeiltasten rauf, runter, rechts, links und dann in der Mitte so eine Auswahltaste. Das ist zumindest ein Navigationselement, was man in solchen Devices schon mal durchaus häufiger vorfindet. Und jetzt habe ich meine Musiksammlung und ich suche da zum Beispiel das Stück Ruby Lee von Joe Cocker. Sie sehen also, während ich scrolle, wo das Problem ist. Ich bin ja schon so ein paar Sekunden dran und ich bin immer noch bei A. Jetzt bin ich gerade auf B gewechselt und ich brauche bestimmt eine Minute, bis ich dann mal bei einem R wie Ruby Lee angekommen bin. Also an der Stelle habe ich tatsächlich das Problem nicht verstanden, dass ich mit so einem einfachen Design mit sehr großen Datenmengen nicht so richtig zurechtkomme. Damit kämen wir zu Schritt 2 im Designprozess. Laut Jobs. Then you get into the problem and you see that it's really complicated and you come up with all these convoluted solutions. Also er sagt im zweiten Schritt, da fängst du an, das Problem zu verstehen und du siehst, dass es wirklich komplex ist. Das heißt, hier kriegst du mal wirklich ein Verständnis der Domäne und du verstehst, dass es kompliziert. And then you come up with all these convoluted solutions. Also dir fallen jetzt lauter Lösungen ein, die ein bisschen überfrachtet sind. Convoluted heißt vollgestopft, überfrachtet. Also du nimmst dieses ursprüngliche zu einfache Design und dann pfropfst du links noch was dran und rechts noch was dran und unten. Und auf diese Weise wächst die Lösung so ein bisschen ungesteuert und wird dann irgendwie voll.
Wie könnte das in unserem Fall aussehen? Wir haben gesehen, wir brauchen auf jeden Fall zwei Geschwindigkeiten beim Scrolling. Machen wir es doch so. Machen wir einfach noch schnell Pfeile dran, schnell Scroll-Tasten. Also wir bleiben bei unserem ursprünglichen Navigationskreuz und erweitern diese Lösung ein bisschen. Wenn ich jetzt diese Schnelltasten habe, dann kann ich jetzt mal in so einen Schnell-Scroll-Modus schalten. Dann werde ich wahrscheinlich über das Ziel hinausschießen. Muss wieder so ein bisschen nach oben scrollen. Das mache ich dann mit den langsamen Pfeiltasten. Dann muss ich wieder ein bisschen runterscrollen und dann habe ich es und dann kann ich loslaufen. Auch das kein ganz einfacher Schritt, aber ich habe hier doch relativ rasch den Song gefunden, den ich haben wollte. Also man sieht, die Lösung jetzt, den Song schnell zu finden, die ist einigermaßen ordentlich erreicht. Aber mein Design ist schon ein bisschen komplexer geworden. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen anfange, weiter nachzudenken, ich habe ja jetzt nur einen einzigen simplen Aspekt betrachtet, dann fällt mir auf, ich bräuchte vielleicht noch sowas wie so einen Start-Button, wo ich dann mal wieder so ins Hauptmenü zurückkehren kann, wenn ich relativ tief abgestiegen bin in irgendwelchen Suchlisten. Und ich will den Song ja dann auch noch anhören, also brauche ich da zum Beispiel noch so Lautstärke-Knöpfe und möglicherweise wird es dann noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich bin jetzt schon bei einer Lösung mit insgesamt 12 Buttons, 12 Knöpfen. Ich glaube nicht, dass ich sowas zum Beispiel mit einer Hand vernünftig bedienen könnte. Hören wir uns doch mal an, was jetzt Steve Jobs als dritten Schritt sieht. Er sagt nämlich, that's sort of the middle, also dieser zweite Schritt ist ein mittlerer Schritt, and that's where most people stop. Also da hören die meisten Menschen auf, da hören die meisten Lösungen auf. Aber im dritten Schritt, but the really great person will keep on going and find the key, the underlying principle of the problem and come up with an elegant, really beautiful solution that works. Und in seiner charakteristisch bescheidenen Art lässt er keinen Zweifel daran, vermute ich mal, dass er sich selber für einen dieser truly great persons hält. Aber er hat das ja auch zu seinem Markenzeichen gemacht. Also der wirklich große Denker wird weiter suchen und dann irgendwann den Schlüssel finden, der dem unterliegenden Prinzip des Problems entspricht. Er geht also davon aus, dass es so eine Art von Problem-DNA gibt, ein unterliegendes Prinzip dieser Herausforderung, dass man das nur finden muss und dass sich dann das dazu passende Design dann eben auch mehr oder weniger von selbst ergibt. Und man muss auch sagen, dass Apple in diesem speziellen Fall so ein Design auch gefunden hat in Form des Click-Wheel-Designs der iPod-Familie. Zufällig habe ich noch so ein Schmuckstück. Die kriegt man kaum noch. Die steigen eher im Wert. Ich habe noch so einen schönen iPod Classic mit 160 GB. Und wir versuchen das Gleiche, was wir hier eben versucht haben, mit unserem selbstgemachten Design mal mit diesem Click-Wheel-Design. So, wir nehmen mal an, ich möchte hier auf dem iPod einen bestimmten Titel suchen. Und zwar von dem Album Sheffield Steel von Joe Cocker. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe hier gescrollt und jetzt kann ich hier feiner scrollen. Da war Sheffield Steel. Jetzt kann ich hier reingehen und finde Ruby Lee von Joe Cocker. Jetzt fängt er das an zu spielen. Wenn ich jetzt hier in dem Lied vorscrollen will, kann ich hier drauf gehen und gehe dann auch wieder mit dem Click-Wheel nach vorne und gehe hier weiter und kann dann das Lied weiter spielen lassen. Steve Jobs geht also davon aus, dass Design ein iterativer Prozess ist und dass man drei große Schritte braucht, um zu einer wirklich eleganten Lösung zu kommen. Was sagt denn der Begründer von Domain-Driven Design, Eric Evans, zu dieser Frage? Er hat dazu mal was gesagt in einem Podcast.
Und ich habe Ihnen aus diesem Podcast die entscheidende Stelle mal transkribiert. Den kompletten Podcast habe ich im Skript verlinkt. Und Eric Evans sagt dazu, ich lasse mal einfach das Originalinterview laufen und unterbreche immer ein paar Mal und fasse mal auf Deutsch zusammen, was er gesagt hat. Perfectionism can still kill you. You know, you have to deliver, and you have to deliver fairly quickly. In fact, DDD depends on iteration. Evans sagt, Perfektionismus kann dir zum Problem werden. Du musst ja liefern. In der Tat musst du sogar sehr schnell liefern, wenn du Software schreibst. Und DDD beruht an der Stelle auf Iteration. Gut, das haben wir schon etabliert. Hören wir mal weiter zu. We assume that you will get it. You know, that you don't understand the problem very well at the beginning, that you'll get it wrong the first time. And so it's essential to get the first one done quick and then get on to the second iteration and get that done quick too, because you probably get that wrong too. Wir machen die erste Iteration und da haben wir das Problem noch nicht verstanden. Das heißt, da missverstehen wir die Problemstellung und machen es nicht richtig. Dann machen wir die zweite Iteration und da haben wir es wahrscheinlich immer noch nicht so richtig verstanden. Das heißt, auch die zweite Iteration ist noch nicht so richtig brauchbar. And then get on to the third one, which where you're probably going to have some clue by then, and that third one might be fairly good. And if you can get it done fairly quick, then you'll have time to do the fourth one, which is going to be really elegant. Die dritte, sagt Evans, die dritte Iteration ist wahrscheinlich die Iteration, wo man es dann einigermaßen gut hingekriegt hat. Also wo man so ein bisschen angefangen hat, wirklich die Domäne zu verstehen. Die könnte also tatsächlich ganz gut sein. Und wenn du die schnell genug gemacht hast, dann hast du vielleicht Zeit sogar noch für eine vierte und die ist dann vielleicht so richtig elegant. Das heißt, Evans geht von vier Schritten aus. Im Gegensatz zu Jobs, der von drei Schritten gesprochen hat. Aber interessant ist, dass beide das Wort elegant benutzen für diese finale Stufe, für den vierten oder letzten Schritt. Ob es nur drei oder vier sind, finde ich jetzt gar nicht so wesentlich. Beide haben da also in gewisser Weise ein ähnliches Mindset, was diesen Umgang mit Design und mit Iterationen angeht. And I'm serious. I think that the it's a weird paradox, but perfectionism prevents people from creating really elegant designs because it slows them down in the early iterations, so they don't get to do enough iterations. Jetzt wird es interessant. Er sagt nämlich, das klingt ja erstmal nach einem seltsamen Paradox, aber dieser Perfektionismus, es beim ersten Mal richtig hinzukriegen, das hindert die Leute, die Software entwickeln wollen, davon wirklich elegante Lösungen, wirklich elegante Designs zu entwickeln. Denn wenn wir zu viel Zeit darauf verwenden, es am Anfang so richtig gut zu machen, so richtig perfekt, dann bremst uns das so sehr aus in diesen frühen Iterationen, dass wir gar nicht mehr genug Zeit haben, um genug Iterationen zu machen. Evans geht also davon aus, dass wir quasi gar nicht drum rumkommen, mehrere Iterationen zu machen und dann lieber sehr schnell iterieren, also dieses fail fast, also schnell in ein Problem laufen, schnell mir ein Feedback vom Kunden holen, der sagt, oh nee, das passt aber noch nicht, und dann in die nächste Schleife einsteigen zu können, sodass ich dann schnell auch in den nächsten Stufen von so einem Verständnis angekommen bin. Hören wir uns noch das letzte Stück des Interviews an. Iteration, multiple iterations. And I mean iteration as in doing the same thing over, not iteration as when people really are talking about increments, you know, where you let's do a little bit of our requirements at a time. I mean doing the same feature set, then redoing the same feature set again, but with a nicer design, with a new insight into what it means. That's the key. Das ist die Art, wie Evans Iterationen versteht und wie auch, wenn man mal zurückschaut, auch Jobs die Iterationen verstanden hat. Iterationen heißt hier nicht, wir fangen mit einem kleinen Feature-Set an und dann ergänzen wir noch ein Feature hier und ein Feature dort. Nein, er sagt, Iterationen ist tatsächlich, wir machen den ersten Entwurf und machen es einfach mal und dann werfen wir es mehr oder weniger weg und machen es nochmal neu.
Und das ist dann die zweite Iteration. In der dritten werfen wir es wieder weg und machen es nochmal neu. Und in der vierten haben wir dann tatsächlich verstanden, wie es geht. Ob wir nun wirklich alles wegwerfen müssen und von vorne wieder neu anfangen müssen, auch das finde ich gar nicht so wesentlich für das Verständnis dieser Aussage und dieser Stelle hier, sondern dass wir davon ausgehen müssen, dass wir Dinge immer wieder verwerfen und ausprobieren müssen. Das ist also normal. Das gehört zum Verstehen dazu. Und deswegen müssen wir schnell sein, damit wir auch schnell merken, wo die Vor- und Nachteile dessen sind, was wir da gerade designt haben. Und eben schnell auch in die nächste Schleife einsteigen können. Denn sonst sind wir zu langsam. Der Kunde verliert die Geduld mit uns oder wir selber verlieren die Geduld mit uns oder unser Chef verliert die Geduld mit uns. Und dann bleiben wir eben bei den früheren Stufen stehen. Also laut Evans wäre das dann vielleicht die dritte Stufe, wo es ja okay ist, aber noch nicht so richtig elegant. Oder bei Jobs dieser mittlere Weg, wo es so eine, ja, die funktioniert, die Lösung, aber sie ist convoluted, sie ist nicht elegant. Und im schlimmsten Fall ist es die Lösung auf der ersten Stufe, wo wir noch gar nichts in der Hand haben. Also nichts, was wirklich eine vernünftige Lösung unseres Problems darstellt. Damit habe ich Ihnen anhand von zwei Interviews oder Auszügen aus zwei Interviews mal einen Eindruck gegeben, was die Natur von Iterationen im Domain-Driven Design ist. Also, dass ich sehr schnell versuchen muss, Schritte zu machen und diese Schritte dann auch sehr schnell einen Praxistest unterziehen sollte. Also lieber kleine Schritte machen, schnell mir ein Feedback holen und keine Scheu haben sollte, diese Schritte dann auch zu verwerfen oder zumindest in großen Teilen neu zu machen, weil ich gar keine Chance habe, es beim ersten Mal richtig zu machen.